habe die Ehre, Freunde der guten Unterhaltung, herzlich zurück bei der Long Dark. Es ist jetzt Zeit her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber ich würde sagen, es geht dann nur auf eine neue Runde. Wir spielen hier Sandbox 3.93. Also es ist Zeit her, dass wir das gespielt haben. Mich hat am Schluss raus der Set etwas genervt. Jetzt haben wir gedacht, jetzt geht es einfach mal wieder Richtung The Long Dark. Eins wird sicher sein, der Tod, den wir am Schluss bei DayZ gehabt haben, das war dieses Wolfsrudel, das wohl mich zerfleischt hat. Das kann uns hier auch passieren. Story-Modus, gibt es sowas? Nicht in der Alpha verfügbar. Ah, okay. Gehen wir einfach auf die Sandbox. Reisender, was gibt es noch? Jetzt ist so lange her, Pilger. Durchwandere die stille Apokalypse und werde Zeuge, wie ein Zeitalter zu Ende geht. Das ist die Poesie des Überlebens. Für neue und erfahrene Spieler, die vor allem an bedachter Erkundung interessiert sind. Die meisten Überlebensmechaniken sind sehr einsteigerfreundlich gehalten. Wilde Tiere greifen nicht an, wenn sie nicht provoziert werden. 5 aktive Leistungen möglich. Reisender. Für neue und erfahrene Spieler, die eine Mischung aus Erkundung und Überlebenskampf suchen. Wilde Tiere kommen nicht allzu häufig vor, können dich aber aufspüren. Die Überlebensmechanismen sind anspruchsvoll, aber es gibt reichlich Ressourcen. 4 aktive Leistungen möglich. Das 3, 2, was sind das für Leistungen? Eindringling, du bist nicht Teil des Plans von Mutter Natur und wirst einen ganzen Zorn zu spüren bekommen. Dies ist der Kampf zwischen Mensch und Natur. Mit Minimum an Ressourcen und musst alles selbst herstellen, was du zum Überleben brauchst. Je länger du überlebst, desto feindseliger wird die Welt. Wir sind der Reisende. Wir beginnen wieder am... Wir haben das Ort der Trostlosigkeit, idyllisches Tal. Wo ist es? Es gibt hier mittlerweile so viel. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6... Als guter alter 6 Karten. Als guter alter Tradition beginnen wir mal wieder beim Rätselsee. Ah, wir sind wieder das Mädel. Sandbox 4, das ist jetzt... Let's Play. Let's... So. So, annehmen. Ein Flugzeug ist auf dem auf einem rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Das Leben ist ein Vorgang, bei dem Fehler gemacht und korrigiert werden. Und die Natur benotet die Weisheit des Menschen sowohl nach seinem Überleben als auch seiner Lebensqualität des Überlebenden. Ja. Wir sind gleich im Lagerbüro gestrandet. Gestrandet, können wir ja schon sagen. Radio geht immer noch nicht. So, was haben wir hier? Nobody needs this anymore. Zeitung. Antibiotika-Hammer. Energieriegel. So, also schauen wir mal. Es ist noch 3 Stunden Hand nur über. Schokoriegel-Hammer. Ach, das ist ja ein Traum. Einen Haken-Hammer gleich mal. Eine Schnur. Kachelofen haben wir, Kanister. Ach, das ist ja ein Traum, da müssen wir uns nicht erst einmal rumschlagen. Jetzt plündern wir gleich mal alles da. Einfach, dass wir wissen, was es hier gibt. Und wenn wir von irgendwas zu viel haben. Eine Lupe.
können wir Ameisen verbrennen, oder was? Pfirsiche? Ich mag keine Pfirsiche. Nee. Und Kräutertee gibt's so. Verband. Sturmlaterne. Ja, da kommen wir schon. Unser Freund hier, die Leiche. This stuff will come in handy. Neuer Kapuzenpullover. So, in der Schublade. Wollmütze. Cargohose. This will come in handy. Irgendwas lernen. Rennfahrerhandschuhe. Ah, wir fahren einfach mit unserem Auto raus. So, Holzstreichhölzer. Zeitungspapier, Tisch. Beil zum Zerlegen benötigt. So, jetzt schauen wir, was wir alle. Oh, haben wir noch einen Schlaf sogar noch? Kiste. Nichts außer Nebenkosten. Ausbeute. So. Wie war das? Ah, da, so war das. Also, wir haben Lupe, zwei Bücher, wir können auf jeden Fall mal noch nichts lernen. Klamotten. Wir tragen. Abgenutzte Jeans. Plus 4. Aktionen. Reparieren. Nee. Kleidung, so. Innen. Anziehen. Ah, das ist neu irgendwie. So, wir haben abgenutzte Jeans. Thermounterwäsche. Gegen was ist es? Es kann doch nicht sein, dass die Fließfäustlinge kälter sind wie die Rennfahrerhandschuhe. Ziehen wir halt die an. Gut, dann ist es mal so. So, das ist jetzt unsere Kleiderkiste. Kommt alles rein, was wir noch nicht anhaben. Das ist nicht viel. So. Und hier kommt alles andere rein. So, also wir haben Holz machen. Brauchen wir nicht so viel Zinnhölzer, alle umlagern. Da haben wir auch noch welche. Alle umlagern. Brandbeschleuniger, den können wir mal mitnehmen. Zunder. Antibiotika. Ja, alle wollte eigentlich. Alle umlagern. Noch eine Sache, ich mache wieder Hardcuts diesmal, so wie ich es in DayZ gemacht habe. Das heißt, ich schneide alles am Schluss und schneide einfach alles auf 15 Minuten Folgen zusammen. Also nicht wundern, wenn ich einfach mitten im Wort unterbrochen werde. ja, das nehmen wir einfach mit. Wir haben 12 und 30 Kilo.
Mist, ja, dann können wir mal rüber da. Einen Schlafsack. Brauchen wir auch nicht. Doppelt. So. Nur Stunden Tageslicht, das ist jetzt nur toll. Herstellen. Stoff habe ich keinen. Bartflechten habe ich keine. Was kann man da? Bartflechten, Verband. Verband 2. Fackel. Zunderbündel. Machen wir einfach mal eine. Unsere Angelschnur. Schauen wir schnell kurz raus. Und? Wir sammeln jetzt einfach nochmal da. Totes Gestrüpp. Auseinandernehmen. Werkzeug nichts. Sammeln wir noch hier ein bisschen Zeug ein. Nein! Passt auf, für den Stock. Ah, machen wir auch nochmal schnell. Frösteln sind wir schon. Wie gerade im wahren Leben auch. Es ist schweinekalt. Bin echt froh, wenn es mal wieder wärmer wird. Die ganze Zeit Minusgrade. Ja, ist nicht meins. Ich bin eher der Sommertyp. So. Gehen wir wieder zurück. Was haben wir noch hier? Nix. Haustür. So, gehen wir wieder rein in die gute warme Stube. Auf jeden Fall wird es uns schon wieder wärmer. Wir sind ausgeruht, wir haben aber jetzt kein Licht. So, wir können aber halt Inventar. So. Wir haben jetzt Brennholz. So. Wir haben Zweige gesammelt und Rohrkolben. Taugt das Zunder? Ach gut. Ich habe mir gedacht, das wären diese Bartflechten. Zunderbündel. Halt, so. Trockener Mund, so. Legen wir uns mal hin. Bett. Wir wollen warten. Lasse die Zeit durchschlafen vergehen, verringere dabei deine Erschöpfung und verbessere deinen Zustand, wenn du gesund bist. Lasse die Zeit ohne Vorteile des Schlafens vergehen. Warum macht man dann das, zu warten und nicht zu schlafen? Ich brauche mehr Kalorien. Und ich ruhe mich nicht aus. Aber die wird dann, habt ihr mehr Hunger? Mit dem Durst wird es wahrscheinlich genauso sein. Deswegen schlafen wir jetzt einfach mal. Oh, ich habe nicht auf.